Guten Abend, meine Damen und Herren. Gesundheitsexperten haben möglicherweise erste Anhaltspunkte für die Quelle der gefährlichen EHEC-Erreger. Das Robert-Koch-Institut warnte am Abend davor, vorsorglich keine frischen Salate, Salatgurken und Tomaten, insbesondere aus Norddeutschland, zu essen. Untersuchungen zufolge hätten die Erkrankten diese Gemüse besonders häufig verzehrt. Meldungen über Krankheits- und Verdachtsfälle kommen mittlerweile aus 14 Bundesländern. 4 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Prall und appetitlich, aber vielleicht gefährlich. Gurken, Tomaten und Salat aus Norddeutschland sind identifiziert als mögliche Quelle für die aggressive Darmkrankheit. Die Bakterien könnten durch Gülle auf die Felder und damit auf das Gemüse gelangt sein. Vor einer knappen Stunde teilten die Experten des Robert-Koch-Instituts mit. In der Essenz empfiehlt das Robert-Koch-Institut vorsorglich bis auf Weiteres Tomaten, Salatgurken und Blattsalate, vor allen Dingen in Norddeutschland, nicht roh zu verzehren. Wir halten dies für gerechtfertigt angesichts der doch ernsten Erkrankungen und häufigen Erkrankungen. Ernst wirkt auch der Gesundheitsminister, als er am Morgen das Kabinett über den Stand der EHEC-Infektionen informiert. Die Bundesregierung appelliert an die Bevölkerung, jetzt besonders strikt auf ihre Hygiene zu achten. Obst und Gemüse sollte intensiv und sorgfältig gereinigt werden. Die Hände sollten regelmäßig gewaschen werden, sodass die üblichen und sinnvollen Hygieneregeln und Vorschriften eingehalten werden. In diesem Labor in Münster wird zurzeit untersucht, wie sich der gefährliche Krankheitserreger genau zusammensetzt. Erste Forderungen aus der Politik werden laut nach einem Krisenstab oder einer Hotline. Es gibt ja sehr viele Anfragen aus der Bevölkerung und wenn man die Dinge koordinieren will, dann wäre ein Krisenstab hier möglicherweise angemessen. Experten hoffen, dass die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Tagen sinkt. Doch Entwarnung gibt es nicht. Wer unter starken Magenschmerzen oder blutigem Durchfall leidet, sollte möglichst schnell einen Arzt aufsuchen. Weitere Hintergrundinformationen zum Thema EHEC auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Monaten